Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich dir gerne die Nachricht, die für dich ist, gerne mit auf den Weg geben. Wir wollen mal schauen. Entschuldigung, heute Morgen. Bei mir ist es ganz früh am Morgen. Ja, bei euch ist es schon am späten Nachmittag. So 16:30 müsste es in Deutschland sein, in Europa. Herzliche Grüße an ganz Europa, an die ganze Welt. Alle, die mich verfolgt, alle, die mir euer Like gibt, eure zahlreichen positiven, aufmunternden Kommentare. Danke, dass ich euch auch in den privaten Legungen wirklich hilfreich zur Seite stehen darf. Und danke schön, dass ihr auch wirklich anderen Leuten meinen Kanal empfiehlt, dass ihr wirklich Alaina Tarot so stark zum Wachsen gebracht habt, dass ich euch mega, mega dankbar bin und wirklich glücklich bin, dass ich euch jeden Tag diese Nachricht, die für dich ist, ja, wirklich mit auf den Weg geben kann, aus freien Herzen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Ehrlichkeit. Ja, es ist mir ganz wichtig, dass ihr auch wirklich weiterhin den Sinn des Ganzen versteht. Dass es wichtig ist, dass wir uns öffnen, dass wir uns teilen, dass wir auch dankbar sind, dass wir auch erkennen, wie wertvoll unser Dasein ist. Ja, wie wertvoll es ist, mit anderen Menschen unser Dasein zu teilen. Schaut mal, wie wundervoll. Die Nachricht am heutigen Tage, die für dich ist, lautet vor allen Dingen Dankbarkeit. Unsere Botschaft, ja, allgemein deine Mission, meine Mission, die Mission von uns allen, die wir hier geboren worden sind, ja, die wir auf dieser Erde sind, bedeutet auch dankbar zu sein für alles das, was wir schon bekommen haben, für alles das, was wir noch kriegen werden, für alles das, was wir erreichen möchten. Dankbar sein, ja, Entschuldigung, für jedes einzelne kleine Gut, was wir erhalten, die Liebe zu uns selber. Ja, wenn ihr Kinder habt, dass ihr Kinder haben dürft, dass ihr Kinder aufziehen dürft, dass ihr die Liebe mit euren Kindern teilen dürft, dass ihr Enkel habt, Haustiere habt, Familie, Freunde, eine Arbeit, ein Dach über dem Kopf. Dass ihr jeden Tag ein Essen auf den Tisch stellen dürft. Dankbar für jede Erfahrung, die ihr im Leben gemacht habt, sowohl positiv als auch nicht, als auch negativ. Ja, die negativen Erfahrungen bringen euch zum Wachsen, bringen uns zum Wachsen. Ich habe auch einige Hürden in meinem Leben zu überwältigen, tagtäglich wie ihr auch. Nichtsdestotrotz vertraue ich auf Gott. Ich vertraue auf mich. Ich vertraue auf die Stärke und die Liebe, die in mir ist. Und das müsst ihr auch machen. Dankbarkeit zeigen. Führe alles Gute in deinem Leben dir vor Augen. Wenn du das Universum wirklich für deine Geschenke, für seine Geschenke dankst, wenn du das Universum Gott wirklich dafür dankst, für alles das, was du schon bekommen hast, ja, auch die Engel, dass sie dir zur Seite stehen, dass sie dich immer wieder animieren, nach vorne zu schreiten, auch wenn du es unbewusst wahrnimmst. Ja, manchmal nimmt man die Dinge nicht so bewusst wahr, aber man freut sich über jede Kleinigkeit, über jedes Lächeln, über jede zärtliche Berührung, ja, über jede Willkommensein. Wenn man irgendwo sich nicht willkommen fühlt, ist das ganz, ganz schlimm. Ja, man hat dann einen unruhigen Geist, man hat einen unruhigen Keller, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man macht automatisch Fehler, man fühlt sich unsicher. Nein, sei dankbar für diese Stärke, die in dir wohnt. Sei dankbar für alle Leute, die dir auch negative Energien bringen. Warum, Alaina? Aus dem einfachen Grunde, weil du daraus wachsen wirst, weil du erkennen wirst, wie wichtig es ist, dass du niemals so sein sollst. Dass du erkennen wirst oder erkennen sollst, wie wichtig es ist, wirklich nicht mit Hass zu leben, mit Wut zu leben, mit Unsicherheit, mit Süchten, mit Verzweiflung, alles, was dir schadet. Ja, es ist wichtig, dass du lernst, es endlich loszulassen. Warum? Du musst einen neuen Zyklus anfangen des Reifes. Dein Reifeprozess ist gerade weiterhin im Gange. Die einen oder anderen haben diesen Reifeprozess schon abgeschlossen. Andere von euch sind noch mittendrin. Andere von euch fangen gerade einen Reifeprozess an. Und es ist umso wichtiger, dass du diese Nachricht, die für dich ist, wirklich dir jeden Tag anhörst. Immer und immer wieder. Höre dir meine Videos, meine Botschaften, meine Legungen immer und immer wieder an. Meine Legungen haben kein Verfallsdatum. Auch die Sternzeichen, die Horoskope, ja, schau sie dir immer und immer und immer wieder an. Es ist ganz egal, ob drauf steht Mai, März, April, Januar, es ist ganz egal. In dem Moment, wo deine Intuition dich zu meinem Kanal führt, zu meinen Nachrichten, zu meinen Videos, ist, weil deine Intuition dich genau dahin gebracht hat, weil du sie an dem Tag hören musst. Hör dir auch die anderen Horoskope der Monate zuvor an und vergleiche dein Leben. Es ist wichtig, dass du Dankbarkeit zeigst, dass du Güte zeigst, dass du diese wertvolle Liebe in dir zeigst. Ja, dir selbst gegenüber großzügiger wirst, Entschuldigung, und großmütiger bist. Es ist ganz wichtig, die Engel ermahnen dich, für alles Danke zu sagen, was du besitzt. Konkrete, greifbare Dinge, ebenso wie immaterielle Güter, sowie wie Menschen, ja, wie Situationen, wie Erlebtes. Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag aufs Neue aufwachen darf, sowas zum Beispiel, ja. Dass du deinen Tag mit dem und dem verbringen darfst, dass du das und das erleben darfst, für dein tägliches Brot mit deinen Worten, positive Affirmationen. Ich bin dankbar für alles, was ich in meinem Leben habe. Ja, immer wenn du von etwas von ganzem Herzen dankst, wirklich von ganzem Herzen, freien Herzens, ja, wird dir noch mehr Gutes zuteil. Denn Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu den Schätzen des Universums. Bemühe dich, also Haltung und Dankbarkeit für dich und für alle anderen Menschen zu zeigen, die Liebe, die in dir wohnt, dein innerer Reichtum, deine Quelle Gottes, lass sie sprudeln, lass sie leben. Die Engel werden dir wirklich zur Seite stehen, um dir zu helfen, dein Herz zu öffnen.
Öffne dein Herz. Denke daran, woher du kommst, woher dein Ursprung ist, wer dich kreiert hat, warum du auf diese Welt gekommen bist. Finde den Ursprung wieder zu dir selber. Finde die Quelle zu dir selber. Öffne dein Herz, öffne dein Leben, öffne deine neuen Gedanken, deine positiven Gedanken. Es ist wichtig, dass alles, was in deinem Leben momentan ist, egal ob dir das Leben aussichtslos erscheint, ob du gerade auf einer Welle von Triumph schwebst, ob du gerade in einem Mittelweg bist, es ist ganz egal, wer von euch in welcher Situation sich gerade befindet, ob Probleme mit irgendwelchen Partnern, mit Freunden, mit Familie, ja, mit Erkrankungen, mit Depressionen, mit emotionalem Druck, ja, mit nicht anerkannt zu werden oder festzuhängen in einem anderen Land, was auch immer gerade deine Lebensgeschichte ist. Es ist wichtig, dass du begreifst, dass du alles das durchmachen musst, gerade damit du fortschreiten kannst, damit du die Augen öffnen kannst, damit du wachsen kannst. Alles geschieht nach dem Gesetz Gottes, nach dem Gesetz des Lebens. Du bist gerade dabei, das zu verdienen, was du kriegst. Du kriegst gerade das, was du verdienst. Entschuldigung. Hast du dich angestrengt? Hast du gelernt aus deinen Fehlern? Hast du dich wirklich geteilt aus Liebe, aus freien Herzen? Und bist du ein sozialer Mensch, ein kompetenter Mensch, ein kommunikativer Mensch, ein Mensch, der offenherzig ist, der auch tolerant ist? Ja, wenn du alles Gute in deinem Leben gemacht hast, kriegst du gute Sachen. Wenn du gerade dabei bist, dein Leben neu zu gestalten, weil du begriffen hast, dass du gerade in einem neuen Zyklus drin bist, ja, um Denkmuster zu ändern, Strukturen zu ändern, deinen Lebensplan komplett neu zu überdenken, um was Gutes für dich und für deine Familie zu machen, für dein Umfeld zu machen, denke immer dran, positive Affirmation. Ich bin dankbar für alles das, was ich habe. Ich bin ein positiv eingestimmter Mensch. Ich visualisiere positive Resultate in meinem Leben. Alles, was zum höchsten Wohl des Universums und mir dient, zum höchsten Wohl von mir und von den Menschen in meiner Umgebung. Erwache und erblühe, erleuchte. Die Tagesmärsche heute ist wirklich erleuchte. Lasse dich nicht von negativen Gedanken runterziehen. Lasse dich nicht durch Situationen, die du nicht erreicht hast, ja, die dich aus der Bahn geworfen hat. Lass dich nicht zu Boden zwingen. Lass dich nicht von Enttäuschungen nähren, von Wut nähren, von diesen Schattenseiten in dir. Gib dem keinen Spielraum. Höre auch nicht auf das Gerede von anderen Leuten. Höre auf dein Herz, auf deine Intuition. Deine Intuition ist dein bester Wegweiser. Deine Intuition ist das, was dich ermahnt, einen Fehler zu begehen, eine falsche Richtung einzuschlagen. Und deine Intuition ist das, was dich nach vorne treibt, was dir Kraft gibt, was dir Mut gibt, Selbstbewusstsein, Stärke, dich in Balance zu bringen, dich komplett erinnert, woher du kommst, dich innerlich auch wieder erheilt, ja, dass ihr auch aus Erkrankungen rauskommt. Leute, ihr wisst alle, oder zumindest der größte Teil von euch, zurückgehaltene Emotionen. Ja, alles, was wir an Emotionen zurückhalten, Dinge, die wir verschweigen, Dinge, die wir nicht aussprechen möchten, um andere zu schaden, zu verletzen, Dinge einfach, weil wir unsicher sind. Alles, was uns bedrückt, was uns körperlich auch krank machen lässt, weil sich diese negativen Emotionen in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele wirklich so expandieren, dass die uns körperlich erkranken lassen. Was möchte ich dir damit sagen? Ich möchte dir sagen, es ist Zeit, wirklich zu erwachen und zu erblühen, die Schönheit in dir zu sehen, die Güte in dir zu sehen, dich weiterhin zu teilen, die Leute, die deine Güte nicht akzeptieren, nicht wahrnehmen können, nicht zu schätzen wissen. Die haben es nicht verdient. Ja, würdest du jetzt sagen, die haben es sich verdient. Warum? Weil die allein aus dieser Misere nicht rauskommen. Wenn jemand was Schlechtes tut, ja, urteile nicht. Reagiere nicht mit Rache und mit Wut, sondern verabschiede dich von diesem Menschen ohne Diskussion. Ja, ohne Diskussion, ohne Reue, ohne Rache, ohne gar nichts, sondern verabschiede dich und sei dankbar für diese Lektion, die diese Person dir gegeben hat. Was Positives, damit du wächst. Ja, damit du Stärke gewinnst, damit du wirklich dieses Selbstvertrauen in dir wieder kriegst, dass du einfach siehst, wie schön es ist, auch was von anderen Leuten zurückzubekommen. Nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen. Ja, und das ist ganz wichtig. Alles, was dir in deinem Leben widerfährt, egal ob positiv oder negativ, nehme es dankbar an. Die Message heute ist Dankbarkeit. Lebe dein Leben mit Fantasie. Lasse deine Fantasie sprudeln. Ja, sei mehr kreativ. Die Bausteine deines Lebens gibst du ganz alleine. Du legst das Fundament, wirklich diese Kreativ, diese Funken der Liebe, dieser Funken der Ideen, der Erneuerung, der Freiheit. Du kannst dir Luftschlösser bauen, aber diese Luftschlösser kannst du auch materialisieren. Das heißt, auch wirklich zur Realität bringen, Realität in Realität umsetzen. Alles, was in dir haust, ja, schaue es mit einer positiven neuen Vision an. Visioniere dich selber, kehre in einen Moment der Meditation, der Ruhe, ja, wirklich in dir selber und habe klare Gedanken, klare Absichten. Öffne dir die Türen. Ja, mit deiner Art. Du kannst es. Hole dir einen Ratschlag, wenn es angebracht ist. Sei ein guter Ratgeber, wenn es angebracht ist. Überlege deine Wortwahl. Überlege, was du erreichen möchtest. Alles, was du brauchst, ist wirklich in dir. Alles, was du machst, was du mit reinen Absichten machst, mit Liebe machst, mit Selbstvertrauen, aus freien Herzen, ohne etwas zurückzuverlangen.
Lüge dich nicht selber an und belüge auch nicht die anderen. Wenn du merkst, dass dir irgendjemand nicht gut gesonnen ist, ja, wirklich, dann verabschiede die Situation, verabschiede diesen Menschen, verabschiede diese Gedanken, verabschiede diesen Glaubensmuster, nachdem du dein ganzes Leben lang gelebt hast. Es ist ganz egal, worum es geht. Wichtig ist, dass diese Nachricht, die für dich ist, lautet heute: sei offen, fantasiereich, kreativ, um dein Leben nach vorne zu treiben. Um dich mit anderen zu teilen, auch Ideen zu teilen, Konzepte zu teilen, ja, neue Lebensansichten zu teilen, eine neue reine Beziehung einzugehen, auf einer neuen Basis für die Leute, die sich mit ihrem Ex wieder versöhnen. Mach klare Verhältnisse von Anfang an. Das Alte ist Vergangenheit. Und wenn ihr es schafft, die Vergangenheit zu überstehen, alles hinter euch zu lassen, ja, von null anzufangen, sei diese Liebe gesegnet. Ich schicke euch ganz viel Liebe allen. Ja, manchmal geben wir mehr Liebe, wie das wir zurückbekommen, aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass du gern lernst, Liebe zu geben. Dass du weißt, wie schön es ist, anderen zu helfen. Anderen einfach nur ein Lächeln zu schenken. Ja, dich weiterhin so zu teilen, wie du bist. Es ist ganz egal, ob das mit Unmut angenommen wird oder positiv. Sei, wie du bist, aber immer die beste Version von dir selber. Ich rede von sei, wie du bist, das Gute in dir, die Güte in dir. Der Respekt dir gegenüber und anderen gegenüber. Sei immer respektvoll. Respektiere dich selber. Respektiere deine Art. Respektiere deine Ansichten. Respektiere, dass die Zeit gekommen ist von Gottes Zeitplan, dass du anfängst, dein Leben neu zu orientieren, neu zu gestalten, nach vorne zu schreiten. Animiere auch anderen, diesen Weg zu gehen. Animiere auch anderen, aus der Trauer rauszukommen. Sei eine gute Stütze für anderen. Ob es angenommen wird oder nicht, aber biete dich an. Sei da. Sei einfach da. Und wenn du sagst, hey, wenn du mich brauchst, ich bin hier. Egal was ist, ich bin hier. Nur das alleine schon bewirkt wirklich Wunder. Es ist wichtig, dass du zielgerecht, ja, zielgerecht deine Liebe teilst, deine Positivität teilst, deine höhere Energie teilst. Jeder Atemzug bringt dich zu mehr Klarheit. Jeder Atemzug bringt dich zu einem neuen Lebensziel, was du dir vor Augen hältst und was du dir vorgenommen hast. Jeder Atemzug, den du erreichst, mit Stärke in Liebe umzusetzen, ja, und nach außen hin zu teilen, wird dir einen neuen Weg, einen neuen Schritt nach vorne bieten, um Liebe auch zu empfangen. Nutze die Gelegenheit, schaut mal, nutze die Gelegenheit, wirklich das Jetzt zu genießen. Du lebst im Jetzt. Wir haben dieses eine reale Leben, was wir bewusst leben. Also liebe es mit Freude, liebe es mit Empathie, liebe es wirklich mit Großzügigkeit für dich und für andere. Vertraue auf deine Intuition, vertraue auf dein Herz, vertraue auf dein ganzes Sein. Du schaffst es. Es gibt nichts, was man nicht schafft, wenn man sich einfach nur anstrengt und den Wunsch danach hat und den Willen danach hat und wirklich die Bereitschaft hat. Es ist ganz wichtig, dass du das zurückbekommst, ja, was du gibst. Gibst du Liebe, kriegst du Liebe. Gibst du Wut, kriegst du Wut. Reagierst du mit Aggressionen, mit negativen Impulsen, kommt das zurück. Alles, was du ab heute, ab diesem Moment machst, ist einen neuen Lebenszyklus zu beginnen, zu erblühen, zu erwachen. Ja, und du wirst sehen, wie sich die Tore deines Herzens öffnen, dein Herz Gehör findet. Die Tore wieder, das Tor wieder zu deiner Seele, zu deinem Geist, zu deinem ganzen Ursprung. Ja, und du wirst sehen, wie wundervoll Schritt für Schritt der neue Zyklus deines Lebens beginnt, begonnen hat oder beginnen wird. Warum? Weil du jetzt bereit bist, diese Nachricht immer und immer wieder zu empfangen und großzügig mit anderen zu teilen. Und du wirst sehen, wie Gott, die Engel, das Universum und vor allem du selber der Größte und Machtvollste unter allen Seins, ja, sind wir Menschen für uns selber. Wir Menschen denken, dass wir unbezwingbar sind. Nein, das Universum ist so groß. Es gibt so viel Leben außerhalb der Erde. Der Mensch ist nicht vollkommen, aber du bist vollkommen in deinem Sein. Du als einzelner Mensch bist vollkommen in deinem Sein und du hast die Wahl, den richtigen Weg auszusuchen oder den Weg der Aggression, der Missverständnisse, ja, der Gefangenschaften, der Qualen, der Negativität. Das ist aber nicht dein Weg. Dein Weg ist wirklich etwas Besseres erwartet dich. Eine bessere Version von dir selber. Eine bessere Version des Lebens. Eine bessere Version, wie du dich mit anderen teilst. Eine bessere Version, wie du von anderen zurückbekommst. Alles liegt in deiner Hand. Nutze die Zeit am heutigen Tage, diese Nachricht, die für dich ist, ist wirklich Dankbarkeit aus vollem Herzen, mit Großzügigkeit, mit Liebe, mit Respekt und mit Selbstbewusstsein und Vertrauen auf Gott, auf die Engel, aber über alles, über alle Maßen hinaus vertraue auf dich selber. Es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Du kannst aus dem Unmöglichen das Unmögliche machen. Immer und dann, wenn du bereit bist, dein Leben wirklich positiv zu leben, ja,
alle Hürden sprengen zu lassen, alle Ketten der Vergangenheit sprengen zu lassen, alle Erkrankungen, alle emotionalen Erkrankungen, alles, was dich bedrückt, rauszulassen. Sprudle, sei tapfer, sei mutig, befreie dich endlich, lass die Ketten sprengen, sei dankbar, dass Gott jede Sekunde in deinem Leben dafür da ist und bei dir ist, um dich zu beschützen, um dir den richtigen Weg zu geben. Gott ist 24 Stunden lang an deiner Seite, um dir genau zum richtigen Zeitpunkt wirklich zu helfen. Du musst nur bereit sein, diese Hilfe anzunehmen. Alles, was du brauchst, liegt in deinem Home hier drinne. Coming home hier drinne. Also vertraue auf dich, auf deine Intuition, ja, und auf die Liebe, die dir von Gott mitgegeben worden ist. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Likes. Danke, dass du meinen Kanal abonnierst. Danke, dass du diese Nachrichten teilst mit ganz vielen Menschen. Ja, und denk dran, für eine private Legung, sei es in Reinigungsritualen, sei es wirklich mit Heilsteinen, sei es in einer privaten Legung, scheue dich nicht, mich zu fragen. Schreibe mich an. Ich bin gerne bereit, dir Preise und Informationen zu schicken und binnen von 24 Stunden, wenn möglich, einen Termin zu geben, damit ich dir in deiner Lebenssituation helfen kann. Und nehmt euch meine Worte wirklich zu Herzen. Öffnet euer Herz. Lasst euch nicht von dieser Trauer bezwingen. Nein, schreitet nach vorne. Es gibt nichts, was unmöglich ist zu ändern. Das Einzige, was wir nicht ändern können, ist das Abscheiden, das Verscheiden von dieser Erde. Und selbst da erwartet uns was ganz Besonderes noch. Okay? Diese Reise, dieses Abenteuerleben, was wir alle uns teilen, ja, was wir alle haben, genießt es und nutzt es. Diese Nachricht, die heute für dich ist, geht mir heute ganz besonders nah, weil ich bin wirklich eine Person, die super dankbar ist und ich möchte diese Dankbarkeit mit euch teilen und möchte euch wirklich alles das hier zu Herzen legen und ans Herz legen, dass ihr wirklich aufwacht und wirklich die Liebe erkennt, die in euch ist. Und das Gute, was euch noch erwartet, immer und dann, wenn du die richtige Entscheidung, dich für den richtigen Weg entscheidest. Ich danke dir, Gott schütze dich und wir hören uns morgen wieder. Ganz, ganz Liebe an die ganze Welt, Europa, Australien, Deutschland, Spanien, Österreich, Bolivien, Chile, an die ganze Welt. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich danke euch und wir hören uns morgen wieder. Danke, bye.